Freunde gepflegter Fußballunterhaltung. Oh, falscher Sitz. Freunde gepflegter Fußballunterhaltung. Hier sitzen wir richtig zum Start. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Das ist Longley, oder? Das ist Longley. 15 ist. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Alter. Genau. Hört gut hin, Freunde. Ich spiele mit einer guten Verteidigung. Ich will mit dem neuen Spiel sofort frech werden, aber kennt ihr den hier? Ach, guck mal. Ja, genau. Triple Espresso versus. Plastikkaffee. Das ist also auch mal eine schöne Storyline für dieses Top-Match. Oh nein, ich hab gekleckert. Das ist scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Den Kaffee verkleckert. Was ein Drama. Hier in der Allianz Arena. Bayern, Bayern. Schnauze, Schnauze. Henderson, Pina, Dele Alli. Mbappé läuft genau richtig. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Das ist ein Traumtor. Oh. Da fällt ein bisschen was ab. Sich weglaufen lassen. Oh, zu hastig. Zu hastig. Oh, zu schlampig. Einen schönen guten Dank. Lieben Dank, Ümit. Warum ist das letzte Spiel im Stream immer Drama pur? Pinoa, wichtig. Nochmal Oscar, nochmal kurbeln. Nochmal schön durch die Beine laufen lassen. Das war unnötig. Santos, Santos, Santos. Da ist das Ding. Come on, 4-3. Oh. Meine Nachbarn halten mich für verrückt, scheißegal. Die letzten Sekunden. Alter Falter, ey. Da kommen sie alle. Da bin ich. Da seht ihr mich mit dem schönen Hemd. Ihr wollt doch auch immer schöne Tore sehen. Und die erzielt meistens ein Jordan Henderson aus 29 Metern. Wisst ihr selber. Jordan Henderson! Was ein Ding! Da ist kaum Jubel, weil wir auswärts spielen. Und trotzdem, Freistoßtor des Jahres. Absoluter Hammer. Oh, ganz viel Glück und dann woo, ganz viel Finesse. Der Burner. Und dann kommt hier auf Brahim. Der ist natürlich kopfballstark. Der ist tatsächlich kopfballstark. Und da ist das Traumtor von Memphis. Eigentlich bin ich doch normalerweise da durch ohne Körperkontakt. Jetzt vielleicht mal die Doppelpässe. Messi mit dem schwachen Rechten. Messi. Das sollte der Andres eben eigentlich gemacht haben. Jetzt macht's der Lionel. Das war unnötig. Langsam kommt der Frust. Trickser. Oben ist vielleicht noch ein bisschen Platz für einen Seitenwechsel. Oh, und dann kommt in so einer Situation abseits. Ich brech ab. In mir macht sich schon wieder ein wenig Wut breit. Wie kann ich so ein Grütztor kriegen? Haaland versteckt sich hinter dem Verteidiger. Bleibt dann aber in der Szene drin. Das war wichtig. Erling, Braut. Elfmeter. Ey, wird weggewichst wie sonst was. Nein, das ist die Lücke. Ah, oh, ist zu billig. Ist zu billig. Oh, ist das billig, wenn du Tore 3 Sekunden vorher ankommen siehst. Und wieder ein Level Up. Und wieder müssen wir an dieser Fick-Mannschaft rumschrauben. Oh, ich bin so wütend gerade. Ist das nervig. Immer muss ich an dieser Piss-Truppe rumschrauben. Mann, ey. Richtig schöner Pass. Und wieder. Da will mir doch keiner erzählen, dass das ein normales Tor ist. Hm? Da macht das Skript wieder Sachen. Hundertprozentig. Gibt's wie bei Trennungen, gibt's doch bestimmt auch so 5 Phasen, wie man mit Pro Evolution Soccer MyClub klarkommt. Oder erstmal Verzweiflung, Rage, Enttäuschung, Depression, LMAA. Gibt's da so 5 Phasen, die man durchmacht? Ich fände es sehr interessant zu wissen, wo ich gerade bin. Danke, dass ihr so zahlreich dabei gewesen seid. Wir sehen uns bald wieder. Spielt fleißig PES, Freunde. Bis dorthin. Tschüss, ciao.